Na, komm schon. 40.000, muss da irgendwo drin sein. Ich sollte vielleicht einen Kredit aufnehmen. Weil die Scheiße muss ich ja echt aus den Rohren pumpen, das geht ja nicht anders. Ach, was soll's, komm. Verarbeiten Sie in der Kläranlage? Ja, ich freue mich. So, das ist natürlich super. Ich baue hier noch ein drittes Ding, zack. Und dann müssen wir das eigentlich packen. Die Kloake der Stadt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich baue immer mehr Geldfresser, wie es aussieht, aber ich muss ja auch. Komm, wir müssen ein bisschen vorbereiten, wie bei so einem Micromanagement hier immer. Juhu, ab in die Straßenbahn. So, da laufen die einen zum Bus, die anderen laufen. Ah, es funktioniert langsam. Juhu, ich freue mich. Zack, in die Straßenbahn. Ja, es funktioniert so langsam. Und endlich haben wir keine verlassenen Gebäude mehr. So. Trotzdem mal ganz kurz gucken. Naja, zwei oder drei sind noch dabei. Geldnot. Ach Mensch, ja, zum Glück haben wir das völlig abgeschafft. Wir brauchen aber, fürchte ich, doch noch irgendwo einen Busbahnhof. Und ich weiß noch nicht genau, wo. Da oben vielleicht, aber hm. Ich würde fast so sagen, eher hier irgendwo. Wie groß ist denn so ein... Oh ja, es ist ja zum Glück relativ klein. Alter. Hm, genau, da oben. Nee, das passt da leider auch nicht hin. Hier wird's passen. Aber da habe ich ja meinen Park-and-Ride-Service, das sehe ich nicht, dass ich das da hinbaue. Hier so, ne? Keine Ahnung, ob es was bringt. Muss ich jetzt einfach mal probieren. Was haben wir denn? Stadtbusse 3. So. Und das Schild bauen wir mal. Wo bauen wir das mal hin? Da oben nicht unbedingt. Was will denn die Information von mir? Na du? Hm. Er kann auch Touristen der unteren mittleren Einkommensschichten in die Stadt bringen. Achten Sie darauf, genügend Busse für alle Fahrgäste bereitzustellen. Ja, wie viel brauchen wir denn da? Das ist ja die große Frage. Sims, erweitern Sie Ihren Fuhrpark. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, wo die jetzt dann eigentlich hinfahren. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alter. Der saugt mir die ganzen Sims aus der Stadt ab, wie es aussieht. Alter Schwede. 343 pro Tag. Haben wir überhaupt mal ein Wochenende frei? Ne, im Moment nicht, wie es aussieht. 6.000 habe ich noch. Wie viel kostet ein Bus? 15.000. Boah. So, da fährt tatsächlich der erste Bus. Oh, mit Düsen hinten dran. Ja, ich glaube, dann kaufe ich davon doch noch ein paar. Das kriegen wir schon alles gewuppt hier in der Stadt. Auch wenn wir jetzt gerade nicht so viel Geld verdienen, leider. Maxisman ist schon ausgeschaltet. Schade, ich wollte gerade noch rüber gucken. Geschlossen, hier werden Mitarbeiter gesucht. Geschlossen, hier werden Mitarbeiter gebraucht. Ach, Mann. Es ist so traurig manchmal. So, wie sieht's denn aus hier? Das beruhigt sich langsam wieder. Ich hoffe, den Boden kriegen wir wieder sauber mit unserer Umwuppanlage. Aber wir brauchen immer noch ein Recyclingzentrum für 111.000. Und ich fürchte, mit dem ganzen Müll überall... Weißt du was? Es tut mir leid, ich muss es einfach doch nochmal tun. In der Hoffnung,
Ach, da steht's ja. Beim Planieren des Abladebereichs wird aus dem Müll Bodenverschmutzung. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwann wieder weg, aber jetzt muss ich leider erstmal Geld sparen. Da könnt ihr ja ruhig einen Warnhinweis machen. Es tut mir leid für die Bodenverschmutzung, aber naja, ich hoffe, dass wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Müll abholen können. Geschlossen, geschlossen, Mitarbeiter, Alter. Egal, was ich mache, die Straßen sind immer proppevoll. Unfassbar. Ja, so sieht unser verschlafenes Dorf jetzt aus. Ach du Heilige, viel zu viele Menschen überall. Ich frage mich gerade, warum die nicht Fahrrad fahren. Kein einziger Sim hier fährt Fahrrad übrigens. Und ganz ehrlich, die Stadtgröße hier, da von der Stadtgröße her können wir gerade mal so groß bauen wie Gifhorn. Oder Wolfsburg. Oder, weiß ich nicht, nee, also wie Wanne-Eickel. Aber, der Verkehr auf den Straßen, Alter, das sieht schlimmer aus als in Tokio. Das geht doch nicht, huch. Ist die schon wieder voll? Krasse Scheiße. Ich hab gehofft, ich hab gehofft. Mein Problem war einfach, dass ich gehofft habe. Das darf mir hier einfach nicht passieren. Wir haben kein Geld mehr, müssen demnächst raus, Alter. Dann zahl doch mal einen Bus. Di-di-di. Di-di-di. Da-da-da. Du-du-du. Und die nächsten Gebäude, die abgerissen, das ist doch echt eine Katastrophe hier. Ich dachte, wir kriegen es komplett geschissen, aber leider scheint es nicht immer zu funktionieren, wie man sich das vorstellt. Haben wir wieder ein paar Arbeitslose hier, das gibt's doch gar nicht. So, der Strom geht gerade so. Ich muss ja noch die Windkrafträder ersetzen, Ich komme hier einfach zu nichts. Was? Geschlossen? Nein! Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte. Ja, 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 ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das habe ich schon so brav ausgebaut. Unterricht für 170 Sims, weißt du? Grundschule. Gibt's doch gar nicht. Oder gehen die jetzt alle auf Gymnasium? Unterricht für 550 Sims. 491. Wollen die wieder dumm werden? Oder sind die gerade ein bisschen vögelfaul? Muss ich dir nachhelfen? So, hier war ja Taskant. Ich mach jetzt mal gerade was. Ich hoffe, Weltbevölkerung 0. Weltweite Statistik, Weltbevölkerung 0. Ah, ja, ja, ja. Scheint ja sehr gut zu laufen gerade wieder. Was ist das für eine verkackte Straße hier? Eine benachbarte Stadt, eine Genehmigung von eingeholt. Okay, wie sieht's denn aus mit Müll? Wir haben 50.000 Simoleons. Ah, ja, ja, ja. Ich würde sagen, der Wind geht da rüber. Das ist immer so beschissen mit diesen komischen Straßen. Wieso kommen hier Autos durch? Was wollen die hier? Haben die keinen Job? Arkologie freigeschaltet. Ich freue mich natürlich sehr. So, ziehen Sie eine Straße zur Autobahn. Ja, 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 gleich. Ich, Hä, eben ging das doch noch. Was? Überlagerung? Willst du mich verarschen? Anbaupunkt? Alter, da stand gerade, dass es noch geht.
Boah, ey, dieses behinderte... Siehst du? Abladebereich. Ach, da ist schon ein Abladebereich. Okay. Das ist teilweise... Naja. So. Weisen Sie ein Wohngebiet aus? Das will ich gar nicht. Ach doch, ich will ein Wohngebiet ausweisen, denn nur so kriegen wir Leute hierher. So, ich fange jetzt mal hier auf Dorfebene an. So. Naja, gut, ist jetzt nicht ganz so hübsch, aber... Wieso baue ich hier so viele Straßen? Keine Ahnung. Okay, Wohngebiet. Hallo, Wohngebiet. Pem. Ihr könnt ja dann da zur Mülldeponie arbeiten gehen. So, wir brauchen nämlich neue Leute dafür und dafür brauchen wir, glaube ich, auch noch Wasser. Das heißt, ich stelle mal hier irgendwo noch ein Wassertürmchen hin. Ich würde mal sagen... Hier sind doch alle happy, oder? Wenn ich ihn hier hinstelle. Das ist so bescheuert mit diesen komischen, schiefen und krummen Straßen. So, ein Wasserturm reicht. Strom. Hier, den ganzen Gestank vom Müllhaufen nehmen wir einfach und machen Strom draus. Aber die müssen natürlich auch noch Leute einstellen. Und dazu müssen die erstmal welche herziehen. So. Juhu. Was? Ja. Achso, das wissen wir ja. Ja, das wissen wir ja schon. Ich habe schon eine andere Stadt drüben, die läuft. Yeah. Juhu. Yippie. Hui, ihr Vollidioten. Hier wird sowieso keine richtige Stadt draus. Haha, zieht nur alle her. Idioten, wohnen hier in ihren Wohnwagen, lalala, arbeiten für die Müllhalde, für unsere Stadt. Ja, was ist denn? Was? Ja, na gut, dann stellen wir noch ein zweites Windkraft. Oder wir können den Strom hier ja verkaufen eigentlich. Wir verkaufen Strom und Müll und drücken euch unseren Müll weg auf. Und wir können ja auch Wasserkraftwerke, Pumpen bauen, dann können wir uns auch Wasser kaufen hier. Ich hoffe nur, das wird nicht allzu teuer. Ganz kurz, wo ist hier super Wasser? Hier ist überall super Wasser. Na, spitze. So, Wasserpümpchen. So, mal gucken, ob das überhaupt klappt. Ich weiß es natürlich nicht. Ich versuche hier das gerade nur. Ich weiß natürlich nicht, ob es funktioniert. Zack. So, und dann machen wir hier mal Müllwagen 5000. Mach ich noch einen zweiten hin. Drohende Finanzprobleme. Ja. Steuern erhöhen. Ja. Minus 609. Möchten Sie erfahren, wie Sie... Was? Wie Sie Ihr Abwasser in einer Nachbarschaft... Nein, danke. Ach, mein Wasser. Ach ja, mein Wasser, mein Abwasser. So. Dann kommt die ganze Scheiße da rüber gewuppt. Ist doch super. Und jetzt würde ich gerne nochmal wissen, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Kaufen Sie über meine Abwasserkapazitäten ab? Nein! Bist bekloppt? So, braucht Müllentsorgung. Können wir den Müllentsorgung anbieten? Wie war denn das? Zack. So, 4 Fahrzeuge bereitgestellt. Was ist das? Wertstoffsammelwagen. Auch geil für Recycling. Das bieten wir denen dann lieber an. Wir fahren denen unseren Müll rüber und bieten denen dann Recycling an. So machen wir es nämlich dann. So.